Ich glaube sogar, also wenn er weit hinterher rennt, ab 20 sogar. Ehrlich. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super. Heute werden wir die FIFA 23 Karten predicten und zu Gast haben wir drei Spieler hier am Start. Und zwar... Hallo, ich bin der Brian Manuk. Ich bin der Clemens Riedl. Ich bin der Frank Wollstuhl. Ja, also, wie gesagt, wir werden jetzt die Karten predicten von FIFA 23 und mit FIFA 22 natürlich auch vergleichen. Also, wir fangen auch nicht so lange, wir fangen an. Erstmal Tempo, danach Schuss, Pass, Dribbling, Defensiv- und Physis-Werte. Manu macht für Riedl, Wollstuhl für... Arno? Ja. Und das war's. Und du machst genau die Idee. Wir fangen an. Mhm. Wer ist der Schnellste hier? Tempo. Frankie. Ich weiß schon, FIFA. Nein, Brain noch. Nein, der ist Real, der ist echt. Frankie. Nein, Brain ist schon. Frankie schneller. Sicher? Ja. Ich hätte das nicht persönlich, Digga. Naja, ist gut. Also, Manu, was hast du jetzt für Rede drauf geschrieben? Also Tempo? Ich hab Rede. Ich hab Clemens 66. 66 hast du gegeben? Mhm. FIFA 23 ist es ja, ne? Ja. Genau. Und für den FIFA 22 hat er eine 55 gehabt. 55. Also 66 ist schon stark. So, dann machen wir weiter. Zu viel. Zu viel? Ehrlich? Ich brauche zu viel. Okay, aber bist du schnell so? Nein. 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 Okay, dann machen wir weiter. Was hast du für Mannschaft gegeben? Ich hab für Frankie 71. 71 hast du gegeben? Ja. Also nächstes Jahr 71? Weiß ich jetzt nicht. Also letztes Jahr... Hattest du 77? Ja, okay. 77. Ich konnte sie einschätzen. Aber war gut, ist okay. Ja, dann auf jeden Fall. Dann sag ich mal so. Also, du musst dir mal so vorstellen: Ronaldo hat jetzt in FIFA 23 81 Tempo. 81? Ronaldo 81. Ja, und Messi auch. 81? Ja, 81. Also ist ja nicht mehr schnell, oder? Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du schneller, aber wer weiß. So, was hast du jetzt für Manu gibt? Da. Wie gesagt, er hat irgendeine Verbindung zu FIFA 92. 92? Also, du hast gut predicted, sag ich mal. So, FIFA 23 wissen wir ja noch nicht, aber FIFA 22 war 92. Siehst du? Das war stark. Also, Clemens sagt, Ronschott hat 71 Tempo und bei dir dann 92, aber du sagst, Ronschott ist schneller. Kein Witz. Wirklich, das Geist ist kein schneller. Eigentlich müssen wir so ein Challenge machen irgendwann. So, wirklich in Real Life, wer schneller ist. 100 Meter. 100 Meter? Patrick wird dazu nehmen, aber 100 Meter nicht. 30? Ja, bist du da schneller? 30 kann mir Patrick auch dazu nehmen. Aber alles weitere ist Patrick. Patrick ist der Schnellste. Wirklich? Ja. Patrick. Auf entspannt. Ja. 30 Meter. Nicht 30, weiß nicht, aber ab 40 kommt er erst. Ich glaube sogar, also wenn er weit hinterher rennt, ab 20 sogar. ehrlich. Okay, alles klar. Dann machen wir weiter mit Schusswerte. Wer schießt hier am besten? Was denkt ihr? Frankie. Frankie auch. Frankie? Frankie. Und lass ihn bei damals, ich weiß noch, ich hatte 27 oder so. Okay, also Manu, was hast du jetzt Rede gegeben? 41. Mhm. Er hat also in FIFA 22 25 gehabt. Was hast du jetzt Vorschlag gegeben? Ich habe Frankie 76. 76 gegeben? Ich sag, der hat bei FIFA nicht so viel, weil er Verteidiger ist. Da hast du recht. In echt, das ist halt wirklich so. Ja, in Real. Aber ja. Da hast du recht gut. Weil ich bei Tempo so noch. Ja, 38 Schuss. Ach, hattest du in FIFA 22? Ich weiß, in FIFA 23 denke ich nicht. So viel doch, direkt. Ja, ich denke, dass du 76 wird. Egal, was hast du jetzt Manu gegeben? 75. 75. Weil der Stürmer ist auch. Und dann haben die was machst du nicht? Ernsthaft. Was ja, dazu gehört, ich begrüße doch. Also ich sag mal so, in FIFA 22 hattest du 58. Was hast du nochmal aufgeschrieben? 75. Ich glaube, ist nicht so realistisch, aber ich hoffe. Egal, Passwerte. Habt ihr aufgeschrieben? Ja. Also ich habe was anderes gegeben. Ja, was hast du gegeben? Ich habe 47 gegeben. Du hast 97 gelesen, oder wie? Ich habe 97 gelesen. ja, also in FIFA 22 hat er 31 gehabt. In FIFA 23, weiß ich nicht, wird schwer, glaube ich. Mit 47. Wird schwer. Ja, machen wir weiter. Ich habe Frankie 67 gegeben. 67? Ja. Wie viel hatte ich bei Schuss? Schuss hat es letztes Jahr, also in FIFA 22, 38. Das Jahr wissen wir noch nicht, also FIFA 23. Aber Pass hattest du letztes Jahr 58. Ja, guck, ist okay. Das kann echt was sein. Also, wie machen die das fest? Ich frage mich auch immer. Also, ich will mich jetzt nicht äußern. Ich will nichts falsch sagen. Okay. Ja. Ansonsten, was hast du jetzt Manu gegeben? Passwert. Ich glaube, die gucken nur seinen Dribblings. 44.
44. 44. Letztes Jahr war 54. 54? Ja. Damit wir ein bisschen schneller machen, Dribbling, Defensiv- und Physis-Wert. Okay, dann fangen wir an. Was hast du Dribbling-Wert gegen, also Dribbling? Dadurch, dass ich weiß, dass du eine Bronzekarte hast. Ich habe nichts gesagt, wie gesagt, die ganze Bronze. Ja, ich arbeite ja so. Okay. Habe ich ihn 36 gegeben. Also letztes Jahr 39 gehabt. Gut möglich, das ja auch vielleicht. Ja, kann sein. Ja. Und Dev? Habe ich ihn 68 gegeben. 58 hat er FIFA 22 gehabt. 68 ist ein bisschen so gesetzt, ja. Ich denke schon. Und Physis? Habe ich ihn 60 gegeben. Das wird ja deine zweite Karte dann, ne? Mhm. Könnte sein, weil er hatte in FIFA 22 56. 56? Ja, vielleicht 60, ist schon realistisch. Okay. Dann machen wir weiter. Was hast du auch geschrieben? Ich habe für Frankie 58 Dribbling. 58? Ja. Passt. Bist du nicht Dribbling stark? Passt. Ob ich stark bin? Ja. Weiß nicht. Okay, also FIFA 22 war 65. Okay. Ich denke, 58 ist schon realistisch. Entschuldigung. Dann wieder 65 oder so. Dann hatte ich. Ja. Defensive 73. Also 62 hat er in FIFA 22 gehabt. Also, er predict. Also, ja, er hat gute Sachen aufgeschrieben, finde ich, ne? Ja, ja. Ich denke, es ist Ronaldo manchmal. Also, FIFA ist 71. Und 71? Ja, könnte der, sein. Haben wir schon wieder wenig genommen, FIFA. So also, FIFA 22 war 67, vielleicht ein 23, ein bisschen mehr. Ja, ich sehe auch, letztes Jahr haben wir uns auch getroffen, du hast ein bisschen zugelegt, so. Sieht gut aus. Danke. Hat er zugelegt? Ja, findest du mich? Nö. Ich denke, das sei ich. Ja, machen wir weiter mit Manu dann. Ich sag, er hat einen Dribbling 73. Der kennt die Werte, Mann. Also mal ernsthaft. Du kennst die Werte, ne? Na, ich kenn die Werte. Ich kenn die Werte selber auch nicht in FIFA 23. Aber was kann noch, ich glaube aber in FIFA 20, dann guckt ihr so. Also FIFA 22 hat. Ich kenn die mal 22. Schnack mal. Oh, das ist gut. Spaß. Also prediktet richtig gut. 70 war Dings hier. 22. 70 oder 22? Ja. Er kriegt 73. Wie gesagt, ich habe ihre Scouts. Und Def? Defensiv sage ich, die geben ihm 55, aber das ist eigentlich egal. Das ist ja nein, sprich's aus. Das ist eine Nebensache. Das ist falsch, auf jeden Fall. Kommt ihr nach hinten? Ja, ja. Ja, jagt ihr bis 100%. Ja. 100%. Mein Jäger. Ja. 100%. letztes Jahr war 35. Jäger. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr wird in 23. Und jetzt Physis. Ich habe gesagt 65, aber das ist zu viel. Zu viel? Zu viel? Für FIFA. Nein, ja, zu FIFA, denke ich mal. Ach so. Aber ich habe noch eigentlich für mich, sein Physis ist auf jeden Fall 83. Eigentlich? Eigentlich. 65 war top, also letztes Jahr. Echt? 65 war das jetzt? Aber du sagst, wie viel? Wie hast du gesagt? 83? In FIFA 23? Ja, hoffe ich. Ich hoffe auch. Wie es in echt wäre, meinte, oder? Also ja, mehr wie Frankie geben würde. Wie gesagt, in echt schon mal. 83 zu wenig? 83. Schiebe. Ganz zum Schluss nochmal Rating. Was würdet ihr, was würdet ihr gesamt geben? Ja, wir können dann direkt mit dir anfangen. Was hast du jetzt mal gegeben insgesamt? Er wird insgesamt so 73 stark sein. 73? Das ist eine Non-Rare, ne? Das wäre ja schön. Das ist Goldkarte und Non-Rare, das wäre wirklich schön. Wie viel war er letztes Jahr? Silberkarte 66. Nehmen wir es. Das ist nicht persönlich. Was hast du gegeben, Arno? Ich habe Clemens 58 gegeben. Ich denke, das ist auch schon wert, weil Clemens hatte 55 letztes Jahr. Und ganz zum Schluss? Ich habe Frankie 66 gegeben. 66? Der ist 68, aber 66. Ja, letztes Jahr hatte ich sogar 68. Ja. Boah. Meinst du 66? Ich glaube nicht, das, oder? Weiß gar nicht. Denkst du, du bekommst Downgrade oder wird es Upgrade oder sagst du, es wird ein 68er bleiben? Oh Gott, ich weiß nicht. Weißt du? Ich hatte 8 Punkte letztes Jahr, glaube ich. Jute? Nicht 58 letztes Jahr. Also, das war's auch. Dankeschön nochmal, Jungs. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns in ein paar Monaten wieder uns hier treffen und dann sehen wir die Karten wirklich. Die behalte ich eigentlich. Also, die will ich behalten. Und dann zeige ich euch beim nächsten Mal. Ansonsten verabschieden wir uns. Wir sagen ciao, ciao und ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.